Ja, was sind Seriendrucke überhaupt? Wir machen das am Beispiel von einem Brief. So ein Brief, Serienbrief, ist aufgebaut einmal aus einem Variablentext. Das sind die Bausteine, die sich bei jedem Brief ändern werden. Und der Rest ist der konstante Text. Das heißt, bei jedem Brief ist das genau das Gleiche. Gut, dieser Brief wird jetzt verbunden mit einer Datenquelle. Da stehen zum Beispiel die Adressen drin und die sind praktisch der variable Text. Der Brief selber, das nennt man Hauptdokument. Wenn man beides verknüpft, bekommt man die Seriendrucke. Das bedeutet hier in dem Fall, wir haben eine Datenquelle mit zwei Datensätze drin. Einmal ein Herr und einmal eine Frau. Wenn wir beides verbinden, dann bekommen wir auch entsprechend zwei Briefe raus.